Wie können die Verkehrssituation und Mobilitätsmöglichkeiten auf der Insel Sylt verbessert werden? Um dies herauszufinden, haben die 5 Gemeinden stichprobenartig 2000 Haushalte zu ihrem mobilen Verhalten befragt. Ab November soll dann ein Leitbild für den Verkehr auf Sylt erarbeitet werden. Vielleicht findet die Arbeitsgruppe ja Hilfe in dem Konzept Inselkutsche von Tim Glashoff. Der 24-jährige Kommunikationsdesigner hat seine Studienabschlussarbeit genau diesem Thema gewidmet. Seine Idee ist es, nach dem Carsharing-Prinzip elektrobetriebene Autos, Roller und Fahrräder anzubieten. Also das wirklich Coole an dem App ist ja eigentlich die Tatsache, dass man Fahrzeuge situationsabhängig bucht. Sprich, du hast auf dem Smartphone die Anwendung, kannst schauen, wir sind gerade am Strand, wo möchte ich jetzt hin? Schau, welche Fahrzeuge sich gerade in der Nähe befinden, kann eins von den Fahrzeugen direkt auswählen, buchen, reservieren quasi, einsteigen, losfahren und dann dort, wo ich ankomme, wieder abstellen. Sein Konzept ist für Sylt entsprechend zugeschnitten. Natürlich steigen die Sylter Touristen nicht in jedes Fahrzeug. Muss man natürlich schon ein bisschen was Besonderes schaffen. Meine Idee war es natürlich da, image-kompatible Fahrzeuge zu nehmen, jetzt irgendwie hochwertigere Cabrios. Vielleicht trägt Tims Konzept ja künftig wirklich dazu bei, dass sich die Verkehrslage gerade in der Hochsaison etwas entspannt. Das käme nicht nur der Umwelt zugute, sondern auch den Urlaubern.